so ist es besser. Genau. So, ich würde aber sagen, wir haben ja nicht so viel Zeit und ja, sind jetzt doch ein paar reingekommen. Das finde ich toll. Ich habe mit weniger gerechnet um die Uhrzeit am Ende der LostCon. Von daher bin ich aber trotzdem sehr froh, dass ihr alle da seid. Genau. Herzlich willkommen zu unserer Session. Ich bin die Sandra Kier. Ich stehe hier oben auf dem Bild. Der Engin Eser ist heute nicht da, aber dafür habe ich die Dalin mitgebracht und die habe ich dann auch hier gleich ins Bild reingebracht. Die Dalin ist unsere Game Designerin bei den Eventpunks und hat für uns heute auch ein spannendes Praxisbeispiel mitgebracht, was sie uns nachher auch ja, einfach mal näher bringen wird. Wir wollen das natürlich so interaktiv und möglichst ja, für alle mit viel Mehrwert wie möglich verbinden heute. Deshalb halte ich mich auch mit dem Vorgeplänkel zurück, würde euch aber trotzdem so ein bisschen Inspiration geben, wo wir herkommen, warum wir das tun, was wir tun, wie wir das entsprechend auch verstehen. Und habe dafür den einen oder anderen Slide mitgebracht. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Genau. Und zwar fragen wir uns natürlich immer als Eventpunks, wie können wir eigentlich für unsere Kunden das Beste an Lernen herausholen? Und unsere Kunden sind sehr viele Corporates, die halt entsprechend ihr Corporate Learning an der Stelle eben ja aufmotzen wollen, also viel besser machen wollen, interaktiver gestalten wollen. Und wir fragen uns natürlich immer, warum sind eigentlich Lernspiele für Erwachsene so effektiv? Und wie gestaltet man diese Lernspiele so, dass eben auch entsprechend Lernen nachhaltig möglich ist? Da haben wir uns halt so, ja, ich sag mal so, viele Gedanken gemacht, wie wir das auch entsprechend eher konservativen Unternehmen näher bringen können. Und ja, sind, ich sag mal so, nicht auf die Idee gekommen, aber dadurch, dass wir eben viel mit Kindern auch machen, ich viel mit Kindern mache, auch der Enkel viel mit Kindern macht, weil wir selber welche haben, schauen wir uns natürlich immer ab, wie lernen Kinder, ja, wie lernen Kinder auch spielerisch und was können wir uns als Erwachsene eigentlich von diesem Lernverhalten abgucken und vor allen Dingen, warum lernen Kinder so gerne? Und dieses Warum lernen Kinder so gerne, das versuchen wir dann entsprechend in unsere Lernspiele einzubauen. Ja. Warum sind diese Lernspiele auch, ja, ich sag mal so, effektiv? Ja. Wenn wir mit unseren Serious Games mit Unternehmen spielen, dann treffen wir ganz häufig Menschen, die im realen Leben zögerlich entscheiden, aber in Minecraft, ja, oder in dieser Lernumgebung dann auf einmal Entscheidungen treffen, einfach aus dem Bauch raus heraus, ganz natürlich, weil Entscheidungen getroffen werden müssen in einer komplexen Welt. Vielmals erfahren wir auch, dass quasi der eine über den anderen auf einmal sagt, Mann, bist du kreativ? Ich wusste gar nicht, wie kreativ du bist, ja. Das heißt, ganz häufig werden über diese Lernspiele entsprechend auch so diese kreativen Adern in den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wieder so erweckt, die sonst eigentlich so ein bisschen schlummern im Hintergrund. Ganz häufig haben wir das Thema Teamarbeit. Deshalb so als Teamentwicklung oder Team-Collaboration-Tool ist Minecraft einfach hervorragend geeignet, weil man sich in Challenges einfach zusammen aufstellt. Man stellt sich hin, man muss Dinge gemeinsam tun, man muss sie diskutieren und man muss dann eben auch an einem Strang ziehen, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Alleine funktioniert meistens nicht. Ja. Ja, und das Thema Konfliktlösung, ja gut, das haben wir im täglichen Leben, aber das haben wir natürlich auch in Minecraft. Ja. Vor allen Dingen dann, wenn die Skills in Minecraft so unterschiedlich sind, dass man sich eben im Team gut aufteilen kann, entstehen trotzdem häufiger Konflikte, weil der eine nicht schnell genug hinterherkommt und der andere aber schon so ein bisschen weiter ist und vielleicht auch ein bisschen ungeduldiger ist. Und so entstehen Konflikte. Und diese Konflikte sind ganz normal, weil die haben wir im tagtäglichen Leben genauso. Und das ist das, was wir eben entsprechend versuchen, immer wieder reinzubringen, nämlich diesen Transfer quasi aus dem Spiel heraus in die Realität, ins normale Leben. Und ja, das nutzen wir und wir nutzen quasi dann die Macht der Geschichten, um genau diesen Transfer auch zu leisten. Das heißt, wir wissen alle, wenn wir ein Buch lesen,
dann gibt es eine Geschichte. Und wenn die Geschichte gut ist, dann lesen wir weiter. Und wenn die Geschichte langweilig ist, dann schlagen wir das Buch zu und sagen, tolles Buch, lese ich später weiter. Ja? Und genauso ist es auch mit Lernen. Also wenn wir einen Kurs, was weiß ich, so einen Self-Learning-Kurs oder sowas machen und er uns nicht von Anfang an fesselt, dann quälen wir uns dadurch. Ja? Wir quälen uns, weil wir vielleicht diesen Badge brauchen, weil die HR-Abteilung diesen Badge vielleicht fordert. Ja? Deshalb quälen wir uns dadurch. Das kann man viel leichtgängiger gestalten, indem man einfach statt einfach nur Wissen abzufragen oder Wissen aufzuschreiben oder Wissen irgendwie zu vermitteln, versucht man es in eine Geschichte zu bringen und schon ist sowas eben viel, viel leichtgängiger. Auch was, was wir von unseren Kindern lernen. Die lernen nämlich alle immer über Geschichten. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Das Bild hier zeigt quasi, wie ich in Lava verbrenne. Ja, und wichtig ist an der Stelle, was wir immer wieder gelernt haben und warum wir eben auch diesen spielerischen Ansatz in Minecraft immer wieder verfolgen. Wir haben immer wieder die Situation, dass wir zwar verstehen, was wir lernen, aber Konsequenzen immer noch nicht begreifen. Und dafür habe ich ein sehr, sehr schönes Beispiel und das bringe ich eigentlich auch immer gerne und das hängt tatsächlich mit diesem Lava, dieser Lava-Verbrennen zusammen. Wir alle im Unternehmen kennen dieses Thema Security-Schulungen. Ihr kennt das. Die stehen jedes Jahr an. Jeder Mitarbeiter muss durch diese Security-Schulungen durch und die HR-Abteilung schickt freundliche Reminder. Ja? Mach doch endlich diese Security-Schulung. Dann kriegt man die nochmal und dann irgendwann kommt so diese Deadline. Ihr müsst die jetzt abgeschlossen haben bis dann und dann und dann. Warum quälen wir uns so, diese Security-Schulung zu machen? Also ich weiß es, ich musste sie jahrelang machen. Ja, ich weiß es, weil es einfach langweilig ist, weil es einfach öde ist, weil ich ja denke, ich weiß schon genug über Security und eigentlich, naja, eigentlich ist das langweilig. In Minecraft Security kann man nutzen, um begreifbar zu machen, schönes, einfaches Beispiel, begreifbar zu machen, wie wichtig bestimmte Dinge aus diesem Security-Umfeld tatsächlich sind und was Konsequenzen sind. Das Beispiel, was ich hier habe, ist Multifaktor-Authentifizierung. Wir alle wissen, wie quälend es ist, sich jedes Mal doppelt anzumelden. Dann kommt nochmal der Authenticator, der ploppt hoch und sagt, hier musst du es noch bestätigen. Dann musst du dich da wieder anmelden und so weiter. Es ist nervig, aber es ist wichtig. Und zwar begreifen tut man es erst dann, wenn man in einer Minecraft-Umgebung steht, man einen Code hat und für den zweiten Code noch ein bisschen was tun müsste, aber das andere Team schon viel schneller ist. Und deshalb man vielleicht nicht gewinnt die Challenge. Jetzt ist es aber so, wenn man nur mit einem Code durch die Tür geht, dann geht die Tür natürlich auf. Aber nicht nur die Tür vor einem geht auf, sondern auch die Tür hinter einem. Und da kommt der Hacker raus. Und wer einmal erlebt hat, wie schnell so ein Hacker hinter dir aus der Tür gerannt kommt, seine Axt zieht und dir sowas von eine über die Rübe gibt und du stehst dann da und da steht auf deinem Bildschirm, du bist gestorben. Ja? Wenn du das erlebt hast, dann weißt du, dann hast du begriffen, was Multifaktor-Authentifizierung ist und was die Konsequenz dahinter ist. Ja? Dann hast du es begriffen, weil dieses Gefühl, scheiße, ich sterbe jetzt, weil ich diesen zweiten Code nicht geholt habe. Mit dem zweiten Code wäre ich da sicher reingekommen und wäre nicht gestorben. Das vergesse ich nie wieder und die Geschichte dahinter auch nicht. Ja? Und jedes Mal, wenn ich wieder dieses langweilige Thema Multifaktor-Authentifizierung habe, werde ich genau an diesen Gedanken wieder zurückdenken und sagen, verdammt nochmal, wo ist der Hacker? Ja? Gleiches gilt für Lava. Also das zweite Beispiel, was wir mal gemacht haben, ist halt, wenn man sich halt nicht richtig authentifiziert, dann stürzt unter einem alles ein und man fällt in die Lava. Und wenn man in der Lava brennt, wie hier, auch das wird man nie wieder vergessen. Ja? Und das ist das, wo wir sagen, spielerisch kommt man vom Verstehen, ja, ich habe verstanden, warum Multifaktor-Authentifizierung so wichtig ist, zum Begreifen, oh verdammt nochmal, ich will nicht verbrennen, deshalb melde ich mich lieber doppelt an. Ja? Und da möchte ich eigentlich schon stoppen mit dem ganzen Thema PowerPoint,
und möchte eigentlich auch schon das Wort beziehungsweise auch Dalin mit auf die Bühne holen, weil wir wollen euch natürlich auch zeigen, wie sowas in einer Minecraft-Welt aussehen kann. Als Beispiel dafür haben wir heute mitgebracht eine Wissensmanagement-Welt, passend zum Thema, ja, wo es darum geht, zu erfahren und zu erleben und zu begreifen, warum Wissensmanagement so wichtig ist im Unternehmen. Ja, was sind die elementaren Bestandteile? Warum ist es wichtig, Wissen zu managen? Und wie kann man Wissensmanagement in ein Game packen, so dass eben sowohl das Thema, wie managen wir Wissen im Team, als auch wie managen wir Wissen in einem Unternehmen, ja, trainierbar ist, lernbar ist, und zwar mit viel Spaß und Motivation. Genau. Wenn ihr aber Fragen zwischendurch habt, ja, also wir wollen hier keine Einbahnstraßen-Talk oder sowas machen. Von daher, wenn ihr Fragen dazu habt, dann einfach raus damit, knallt uns einfach rein, ruft rein oder sonst was, fragt einfach. Wir sind auch betriebsblind, was das Thema Minecraft angeht, von daher stoppt uns gerne, wenn wir jetzt gleich in die Welt einsteigen. Dalin, soll ich teilen? Willst du teilen? Wenn es okay ist, darfst du gerne teilen, dann kann ich so ein bisschen... Genau, dann teile ich mal. Ihr seht inzwischen Minecraft und ihr seht unsere Wissensbibliothek. Genau. Ja. Dann leite mich mal durch. Kannst du mal ein bisschen nach oben fliegen? Dann ja? Sehen alle, um was es hier überhaupt geht, weil im Prinzip, das nennt sich eine, ja, so auf dem Spielprinzip einer Bed Wars. Also wir haben fliegende Inseln und Ziel ist es im Prinzip, dass Spieler auf der Bibliothek starten. In diesen Büchern gibt es Hüter des Wissens, nenne ich sie mal, die einem Aufgaben geben. Und die haben zum Teil Fragen, zum Beispiel, hey, ich möchte meinen Garten verschönern, welche Pflanzen brauche ich dazu? Oder auch zur Mine, dort müssen gewisse Sachen kontrolliert werden, wie viel Mineralien gibt es, so Sachen halt. Und ich muss vielleicht dazu sagen, diese Welt wurde zu einem E-Sport-Event benutzt. Das heißt, zwei Teams haben gegeneinander gekämpft innerhalb von 30 Minuten. Und Ziel war es im Prinzip, drei Inseln zu besuchen, dort das Wissen zu sammeln und zugänglich zu machen. Ziel war es dann halt zum Schluss auf eine Insel des Wissens zu gelangen, nenne ich es mal, und dann halt als Sieger herauszukommen. Und diese Teams sind dann halt zu dem Hüter des Wissens gegangen, haben sich die Aufgabe geholt und konnten dann auf eine Insel gehen. Auf der Insel musste man dann die Aufgabe erfüllen, sage ich mal, zum Beispiel auf der Mine, wenn es hieß, wir brauchen ein paar Materialien oder wie viele Materialien gibt es, mussten sie zum Beispiel die Mine kaputt hauen und ganz viele Materialien suchen. Und natürlich auch richtig sammeln, einsortieren etc. Genau, und wenn sie das Wissen dann gefunden hatten, konnten sie wieder zurück zur Bibliothek gehen. Sie mussten sich allerdings zurückbauen. Also, genau. Und das Ganze war... auch sehr kommunikationslastig, weil die Teams mussten ja viel miteinander reden. Dazu muss ich auch sagen, das Team war komplett durchmischt. Also da waren Leute dabei, die hatten gar keine Minecraft-Erfahrung. Da gab es Leute, die hatten schon Minecraft-Erfahrung. Und deswegen war es extrem wichtig, dass die Leute auch miteinander reden, lesen und auch den anderen ihr Wissen im Prinzip mitteilen, was sie schon hatten. Genau, und so wie Sandra das jetzt gerade macht, mussten die Leute sich dann zurückbauen und der Gewinner, sage ich mal, wurde dann gekürt, indem er halt gewisse Steine gefunden hat, die dann zum Ziel geführt haben. Und ja, das Ganze ging halt darum, Wissen allgemein zugänglicher zu machen, zu sammeln und das Ganze halt auch zu kontrollieren. Aber natürlich auch die Kompetition, also oder dass man gegeneinander angetreten hat. Und man wusste immer, wie weit ist das andere Team, weil du siehst,
die anderen Leute auf einer Insel und du kannst sie beobachten. Das hat die Leute noch mehr angesprochen zu dem Ganzen. Ja, jetzt, was habe ich noch vergessen, Sandra? Ja, genau. Also wir haben die Competitions zum Beispiel auf den einzelnen Inseln haben wir ganz unterschiedlich ausgelegt. Und es sollte ja auch, wie schon gesagt, sollte auch ein kleines Match, Team gegen Team werden. Das heißt, die Teams durften sich, nachdem sie ihre erste Challenge, die für beide Teams die gleiche war, durften sie sich entsprechend die nächste aussuchen. Also wer zuerst zurück war auf der Hauptinsel, hatte halt die Wahl, welches strategisch wichtige Ziel sie sich als nächstes vornehmen. Und das war ganz spannend zu sehen, dass tatsächlich beide Teams versucht haben, die leichtesten Challenges oder die offensichtlich leichtesten Challenges zuerst zu holen. Weil wir haben das ja letzte Woche gespielt, live mit den Teams, und beide Teams haben sich für die gleichen zwei Challenges entschieden, ja, die offensichtlich wohl leicht waren. Natürlich kann man nicht zwei Challenges zur gleichen Zeit machen, sondern immer nacheinander. Das heißt, die Teams sind quasi tatsächlich, sie mussten umdenken, weil sie festgestellt haben, oh verdammt, das Luftschiff ist schon vergeben, dann nehmen wir halt das Gewächshaus. Ja? Und oh verdammt, die Rakete ist schon vergeben, dann müssen wir halt rüber zum Satellit. Und was das Spannende dabei war, dass sie eben in Diskussionen darüber gekommen sind, wie sie sich aufteilen, also wie sie Entscheidungen treffen. Ja, also in meinem Team, ich kann aus meinem Team berichten, sie haben sich halt genau überlegt, pass auf, wenn wir jetzt da reingehen, wer kümmert sich um das Wissen? Wer dokumentiert? Wer sucht die Inseln aus? Wer entscheidet? Und wer kümmert sich ums Zurückbauen? Das war total spannend zu sehen. Ja, sie haben sich also im Team zusammengesprochen und ganz klare Regeln und Aufgaben aufgestellt, damit sie auch ja schnellstmöglichst vorbeikommen. Und dann haben sie eben, und einer, der das Wissen halt dokumentiert hat, hatte natürlich gar nicht so viel Spaß wie die anderen, weil er ja die ganze Zeit in sein Buch geschrieben hat, ja, und die ganze Zeit eben die Informationen zusammengesammelt hat, die er braucht. Dann hat man in der nächsten Challenge entschieden, dann drehen wir das Ganze halt um, dann mache ich das als nächstes. Das heißt, das Team hat an sich einfach entschieden, wer nimmt halt diese träge Aufgabe mit dem Dokumentieren und wer nimmt eben die anderen Aufgaben. Das war eine spannende Diskussion. Darlene, du hattest das zweite Team. Ich glaube, bei dir sah es ganz ähnlich aus. Ja, also zum Teil musste ich gar nichts sagen. Ich weiß nicht, manchmal habe ich gar nicht verstanden, was die Teams miteinander geredet haben. Also, aber die konnten sich so gut verständigen, die haben das irgendwie verstanden. Und ich als Außenstehende war dann so, okay, irgendwie klappt es, aber manchmal, was macht ihr da? Aber wir haben eine Frage, sehe ich gerade. Genau, Friedrun. Genau, hallo. Was ist denn das übergeordnete Lernziel von dem gewesen? Also waren die Aufgaben auch Lerninhalte dahinter oder war das Lernziel Zusammenarbeit, Verständnis von Wissen, Aufbereitung und so weiter? Also hier, also man muss dazu in dem konkreten Fall. Genau, in dem konkreten Fall war das Ziel dahinter, den anderen Kollegen im Unternehmen das Thema Wissensmanagement und warum ist Wissensmanagement so wichtig für ein Unternehmen näher zu bringen. Und zwar auf diese spielerische Art und Weise. Das hier war die finale Welt. Das heißt, da wurde quasi das Finale gespielt. Es gab vorher zwei Vorrunden und in diesen Vorrunden ging es tatsächlich darum, die sind nur sehr schwer zu zeigen. Ne? Deshalb haben wir uns für die finale Welt entschieden. In den Vorrunden ging es darum, ein Team wurde nochmal in zwei Teams aufgeteilt und jedes der beiden Teilteams hatte eine eigene Challenge. Und sie mussten, während sie die Challenge gelöst haben, für das andere Team jeweils ein Notizbuch füllen, nämlich mit den wichtigsten Informationen darüber, wie diese Challenge zu lösen ist. Und dann haben sich diese beiden Teilteams wieder getroffen, haben ihre Notizen getauscht und sind dann jeweils in die andere Challenge gegangen. Und was wir halt gemessen haben in der Zeit ist die Geschwindigkeit, mit der das zweite Team mit dem Wissen des ersten Teams die Aufgabe gelöst hat. Und das war bis zu 3-mal schneller mit einfachen Minecraft-Notizen, ja. Und das war eigentlich so dieses Overall-Ziel, zu zeigen, wie man mit einfachen Notizen, mit einfachen Hinweisen schon diese wahnsinnige Beschleunigung in ein Thema bekommt, indem man einfach nur Wissen dokumentiert für das nachfolgende Team. Ja? Und das hier war das Finale. Da haben sich quasi die Gewinner der Vorrunde dann getroffen und haben es ein bisschen mehr mit Gamification gesehen. Aber
da alle, die hier teilgenommen haben, eben auch die Vorrunden miterlebt haben, war eigentlich klar, worum es geht. Ne? Also sie haben weiterhin das Wissen versucht zu zentralisieren und hier war einfach das Wissen zu zentralisieren, diese zentrale Bibliothek. Super, danke dir. Genau, ja. Darlene, das Finale war dann quasi, nachdem ein Team drei Challenges bestanden hat, durften genau. Sie quasi, hat sich die Tür geöffnet, ne, zu diesem männlichen da hinten. Nein, ich gehe nicht durch, ich weiß. Ich gehe oben lang. Sonst hängst du alles auf. Sonst hänge ich alles auf. Genau, und dann musste man sich quasi, von hier aus hat man dann, das Gewinnerteam hat quasi dann wieder Wolle bekommen und hat sich dann entsprechend zu diesem Manikigen gebaut. Das war dann quasi, es ging um für ein Unternehmen, bei dem es um das Thema Callcenter und Customer Support ging. Und da hat man dann entsprechend die richtigsten Spielpartner dabei gehabt und das Manikigen soll quasi das Callcenter darstellen. Ne? Also das ist quasi, wie man sieht, sieht man quasi einen kleinen Mann mit einem oder ein kleines Mädchen mit einem Mikrofon am Mund. Und das war im Großen und Ganzen das Ziel des Spiels, ja, dorthin zu kommen und dann entsprechend den Customer Support mit dem entsprechenden Wissen auszustatten. Genau. So. Jetzt haben wir schon mal ganz schön viel geredet und ganz schön viel erzählt. Jetzt sind wir aber auch noch gerne auf eure Fragen gespannt und vielleicht auch auf ein bisschen Diskussion, welche Erfahrung ihr habt und habt ihr Erfahrung mit spielerischem Lernen und vor allen Dingen in Richtung Begreifen versus Verstehen. Friedrun. Ich nochmal. Ja, das, was ihr gezeigt habt, ist ja eine sehr coole, aber auch größere Lösung. Habt ihr vielleicht Tipps, was man an kleinen Gamification-Ansätzen einbinden kann, um das Lernen spaßiger zu machen? Man kann ja nicht jedes Mal einen Minecraft programmieren lassen. Warum nicht? Nein, ja, also was man auf alle Fälle, auf alle Fälle, was immer funktioniert ist, und das kann man mit verschiedensten Tools auch innerhalb eines Teams-Meetings machen, ist einfach so eine Geschichte zu erzählen. Also es muss einfach eine Geschichte da sein, eine Geschichte, die quasi das eigentliche Thema spannend verpackt. Und in der Geschichte sollte es geschlossene Türen geben, weil geschlossene Türen neigen dazu, geöffnet zu werden. Das heißt, wir werden neugierig und wollen unbedingt wissen, was ist hinter der nächsten Tür. Ja? Und der Weg quasi von einer Tür zur anderen muss eben so spannend gestaltet werden, dass man gar nicht aufhören kann, bis zur nächsten Tür zu laufen und zu gucken, was als nächstes dahinter kommt. Wie man das jetzt im Alltag einbindet, ist, glaube ich, das kann so unterschiedlich sein. Ne? Also das kann über ein Mikro-Batch-System in einem E-Learning-Tool sein oder. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wir beschäftigen uns halt mit diesem Ansatz, ja, und sehen halt auch einfach, wie viele Unternehmen da auch in kleineren Events einfach Spaß dabei haben. Aber ich glaube, ganz wichtig ist immer wieder das Thema, die richtige Geschichte mit dem richtigen Spannungsbogen und dann entsprechend immer das Thema Neugier wecken. Also Neugier auf die nächste Tür. Wir wollen immer wissen, was steckt hinter der nächsten Tür. Vielleicht auch eine Art Belohnungssystem. Also, genau. Ja. Das ist dann dieser Gamification-Effekt. Ne? Wir machen das immer, indem wir halt, es müssen Dinge gesucht werden und erst mit diesen Dingen kann man dann eben die nächste Tür öffnen. Ne? Melanie. Genau. Wir haben tatsächlich mal so eine Schnitzeljagd gemacht mit einer Community. Also ich bin in einer Unternehmensberatung. Wir bewegen uns halt nur in diesem ganzen Microsoft-Umfeld da halt und haben da halt immer wieder bei Kunden die Situation, dass wir Communities aufbauen, die sich halt mit diesem ganzen Toolwissen um die M365-Welt beschäftigen sollen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, würde man da quasi Wissen in den vorherigen Landschaften verstecken, irgendwie zu jeweils einem der Tools. Das muss die eine Gruppe dokumentieren, dann hinterher quasi der anderen auch wieder vorstellen und dann guckt man am Ende, wer Gewinner ist. Ja, also nur einmal für mich zum Abrunden habe ich das so richtig begriffen. Genau. Bei dem Thema M365 und Microsoft-Technologien, da haben wir ja ein riesiges Trainingszentrum entwickelt in Minecraft.
wo du quasi aus den Zertifizierungen so punktuell Wissen quasi in ein Game gepackt hast, zum Beispiel das Thema Pizza as a Service im Azure-Umfeld, das kennt ja nun jeder, ne? Haben wir dann halt in den Cake as a Service gepackt und haben dann halt gesagt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen 6 Cloud-Modellen und wie kann ich und welche davon performen wie? Also wie kann ich quasi mit einem Plattform as a Service besser sein als mit einem SaaS oder sonst was? Solche Sachen haben wir eingebaut. Wir haben einmal so ein Spiel eingebaut, Unterschied zwischen On-Premise-Lösung und Cloud-Lösung, wenn man an das Thema Skalierung denkt, ja. Auch das total spannend in ein Spiel zu bauen, indem man einfach die Minecraft-Funktionalität nimmt und sagt, wir produzieren was und auf einmal kommt der Kunde und will ganz viel haben. Was mache ich denn dann? Ja. Beim Thema Microsoft 365 zum Beispiel haben wir das ganze Thema Lizenzierungsmodell quasi aufgebaut in verschiedene Trails. Du musst dir quasi für jede neue Lizenz oder für jede höhere Lizenz musst du dir das Wissen besorgen und nur wenn du das Wissen über die nächsthöhere Lizenz hast, also die Skills quasi, dann kannst du in die nächsthöhere Lizenz hochklettern, ja, bis hin eben zur Premium-Lizenz. Das hat man dann so als Abenteuerpfad aufgebaut, wo man dann aber auch echt knifflige Sachen zu lösen hat, weil wir beim Thema 365 natürlich immer auch das Thema Encryption haben, ne? Also Rückverfolgung um die Welt, also solche technologisch schwierigen Themen kann man eben auch mit so einem Spiel abbilden. Also da, Melanie, wenn ihr da Interesse habt, das kann ich euch gerne mal vorstellen, was wir da gemacht haben. Wir haben quasi so verschiedene Abstracts von Microsoft-Technologien in ein Training gebracht, in eine ganze Stadt gebracht. Mhm. Ja, spannend, auf jeden Fall. Das ist nicht für jeden hier wahrscheinlich spannend, aber für den einen oder anderen mag das durchaus spannend sein. Ne? Genau. Armin. Ja, danke Armin von Bosch. Wir haben das Thema, dass wir viele Mitarbeiter haben, die jetzt zwar vollen Zugang haben zur IT, zu 365, bla bla bla, ja, aber die sich nicht richtig rantrauen. Also ich sage jetzt mal richtig erst Kontakt zur IT-Landschaft, ja. Trotz Basisqualifikationen bräuchte ich quasi ein geschütztes Umfeld, in dem sich Mitarbeiter mal mit der IT so beschäftigen, dass sie versierter damit umgehen. Da komme ich natürlich sehr schnell auf das Thema Gamification Tools. Ja. Habt ihr da eine Idee, wie ich Shopfloor-Mitarbeiter mit dem einen oder anderen Spiel an die IT ranführen kann? Ja, also ich muss mal ganz kurz was trinken. Das kannst du auf alle Fälle und du kannst es auch mit einem spielerischen Ansatz. Also die Erfahrung der letzten 2 Jahre zeigt, dass wir, also wir haben ja mit Minecraft Education Edition angefangen, weil wir das Thema Lego Serious Play vor der Kamera im Homeoffice irgendwie doof fanden, ja. Das war ja eigentlich so die Herkunft, warum haben wir uns mit Minecraft beschäftigt. Das, was wir in den letzten Wochen und Monaten und den letzten 2 Jahren im Endeffekt gelernt haben, ist, dass es eigentlich nichts gibt, was du nicht spielerisch, also Lerninhalte, komplexe Lerninhalte, die du nicht spielerisch ergänzen kannst. Was aber auch klar ist, es ist kein Ersatz für ein Training. Ja? Es ist immer nur eine Ergänzung und eine Vertiefung und, wie schon gesagt, das Thema Begreifen und Awareness. Das ist das, was man eben mit spielerischen Trainings einfach viel besser vermitteln kann. Es geht um die Quintessenz. Ein schönes Beispiel, wir haben im Rahmen dieser Microsoft Fundamentals Trainings haben wir immer mit einem Trainer gesprochen und haben gesagt, was ist dir am wichtigsten, was ist das, was deine Schüler, deine Trainees mit rausnehmen sollen nach einem Lerntag, ne? Nach einem Klassenraumtag. Was ist die Quintessenz? Was sollen sie auf alle Fälle wissen? Und das, was der Trainer dann gesagt hat, das ist das, was wir dann in ein Spiel gebracht haben. Wir haben nicht die ganzen Details reingebracht, wir haben nicht die ganzen technischen Einstellungen reingebracht. Was wir reingebracht haben, ist eben diese Awareness, zum Beispiel für das Thema, warum kann ich mit einer Cloud-Lösung besser skalieren als mit einer On-Premise-Lösung?
und das zu fühlen. Und das im Endeffekt kannst du wahrscheinlich, ich möchte es jetzt nicht so pauschal sagen, aber kannst du wahrscheinlich mit jedem Lerninhalt auch spielerisch machen. Ich denke, wir sollten uns da mal etwas ausführlicher unterhalten. Genau, denke ich auch. Also da haben wir auch viel, viel mehr Use Cases, als wir heute zeigen können. Ne? Also wir haben uns heute mal so ein bisschen den rausgesucht, der halt auch zum Thema LearnOS passt. Ne? Mhm. Von daher würde ich sagen, lass uns da gerne im Nachgang mal vernetzen und gucken, ob wir da mal ins Reden kommen. Gut, danke. So, wollt ihr noch was anderes sehen? Wir haben jetzt so viel. Ja, Otto, klar. Ich würde sagen, ich gucke mal, was ich noch im Portfolio habe. Na, vielleicht können wir tatsächlich mal in die ADN-Welt, in die Microsoft-Welt, weil ich sehe schon, es sind ja doch einige hier, die sich jetzt auch für das Thema Microsoft vielleicht interessieren. Für die es nicht interessant ist, könnt ihr ja trotzdem mal reinschauen. Ich verlasse mal diese Welt und öffne mal mein Portfolio aus Welten. Genau, hier ist sie. Genau, das ist quasi ein Großprojekt. In diesem Großprojekt haben wir eine Stadt genommen, weil es halt auch um das Thema Microsoft 365, Microsoft-Technologien geht. Haben wir gesagt, dafür entwickeln wir eine Stadt. Wir haben uns dafür ein Template genommen, weil das haben wir alles nicht selber gemacht. Ne? Also so eine ganze Stadt zu bauen, das ist ein bisschen viel. Aber aus der Microsoft-Bibliothek konnten wir uns entsprechend, weil wir eben Microsoft auch als Kunden hatten an der Stelle, konnten wir uns halt mit einer Bibliothek ja, begnügen. Und wir haben dann in diese Stadt ist riesig, in diese Stadt haben wir verschiedene Szenarien eingebaut. Wir haben 9 verschiedene Spiele eingebaut. Das, was ich vorhin angesprochen habe, war zum Beispiel dieses Thema Cloud-Lösung versus On-Premise-Lösung. Das haben wir in eine ganz einfache spielerische Art gemacht. Und zwar haben wir 2 Papierfabriken. Ja? 2 Papierfabriken. Und diese Papierfabriken, um Papier herzustellen in Minecraft, braucht es Zuckerrohr. Ja? Und jede Fabrik, also sowohl die On-Premise-Team als auch das Cloud-Team, haben jeweils eine Zuckerrohrplantage gestellt bekommen. Also quasi so als gleiche Voraussetzung. Ja? Jeder hatte eine Zuckerrohrplantage. Und mit dieser Zuckerrohrplantage kann man auch ohne Probleme den ersten Auftrag erfüllen. Das ist überhaupt kein Thema gewesen. Ja? So, und dann kam der zweite Kundenauftrag. Ja? Der steht hier, der musste bis 12.30 Uhr ausgeliefert sein. Dafür gab es dann 150 Euro. Tja, das On-Premise-Team hatte ein Riesenproblem, weil sie mussten ja erstmal den ersten Auftrag erledigen und dann haben sie festgestellt, jetzt habe ich genügend Geld, um so langsam und allmählich mir mal Wasser zu kaufen und Sand zu kaufen und die Grundlagen überhaupt mal aufzubauen, also das Blech zusammenzuschrauben. Ja? Während da hinten die Maschine zwar brav weitergearbeitet hat, aber lange nicht so viel produziert hat, wie ich für den zweiten Kundenauftrag gebraucht habe. Das heißt, man hat hier verdammt viele Menschen rotieren sehen, okay, Avatare rotieren sehen, die hier versucht haben, auf dieser Fläche Zuckerrohr anzubauen, um so viel wie möglich Papier zu produzieren. Hat natürlich nicht geklappt, war ja auch unser Ziel. Währenddessen hat das Cloud-Team hier hinten ja, einfach nur die virtuelle Maschine 1 und die virtuelle Maschine 2 angeschmissen und zwar für 20, 30, 40 Sekunden, je nachdem, wie viel Geld sie eingeworfen haben hier in die Bezahlkasse. Ja? Und die Maschine hat produziert. Die hat so viel Zuckerrohr produziert, dass die auch dicke noch viel mehr hätten verkaufen können. Und das haben sie dann auch gemacht. Und so standen die eben ganz entspannt hier rum, weil die mussten eigentlich nicht viel machen. Das ganze Team hat sich fürchterlich gelangweilt, weil ja die Maschinen für sie produziert haben. Und die haben eigentlich dann, sind auf Dummheiten gekommen, weil sie halt gedacht haben, naja, wenn das On-Premise-Team auf der anderen Seite so viel rackert, nicht, dass die auf komische Ideen kommen. Wir besorgen uns mal ein paar Lagerfeuer und bauen mal hier vorne eine Firewall auf, dass die auch ja nicht klauen. Ja, also auf solche Ideen ist das Cloud-Team gekommen, weil sie nämlich ja, nichts zu tun hatten. Ne? Sie haben eigentlich nur versucht, aus dem vielen Zuckerrohr, was entstanden ist, so schnell wie möglich Papier zu machen. Und die waren innerhalb kürzester Zeit mit ihren 5 Aufträgen oder 4 Aufträgen fertig. Jedes Team hat gefühlt, was hier
die optimale Lösung gewesen wäre. Sowohl das On-Premise-Team, die nämlich zugucken mussten, wie die hier vorne rumgehampelt sind und nichts zu tun hatten, als auch das Cloud-Team, was begriffen hat, verdammt nochmal, On-Premise ist echt keine gute Idee, wenn man skalieren will. Ja. Und so kam eben dieser Learning-Effekt durch diese spielerische Variante, indem man einfach Zuckerrohr produziert und daraus Papier produziert, in alle Köpfe rein, ohne dass sie, ja, ohne dass sie großartig sich anstrengen mussten. Und die wissen das alle und die werden das alle nie wieder vergessen. Ja, das ist eigentlich das Schöne. Und das ist ein schönes Beispiel gewesen. Ein zweites schönes Beispiel haben wir umgesetzt, indem wir das Thema Azure AI genommen haben. Und zwar sieht man hier die Stadtverwaltung. Ja? Und die Stadtverwaltung dieser Stadt hat beschlossen, sie wollen ein KI-gestütztes Verkehrsleitsystem entwickeln. Ja? Was ihnen aber dazu fehlt, ist die Information, welches sind die korrekten Daten, mit denen man entsprechend auch diese KI dann entsprechend füttern kann. Und dazu haben sie eben ein Team von Experten sich engagiert. Und dieses Expertenteam ist dann durch die Stadt gereist, hat sich verschiedene Datenspots angeguckt und dann gemeinsam die Entscheidung getroffen, sind das relevante Daten und da sind das nicht relevante Daten. Das Gute war, wir haben natürlich 4 ganz unterschiedliche Spots, die losgelöst von sich zwar Daten produzieren, aber nur im Kontext aller 4 Spots überhaupt eine Relevanz ergeben würden als Daten für ein Verkehrsleitsystem. Das heißt, die 4 Teams zogen los, kamen wieder und haben gesagt, naja, ich habe da irgendwelche Erschütterungsdaten und Wasserdaten und was auch immer gefunden. Die haben ja eigentlich nichts mit einem Verkehrsleitsystem zu tun. Und dann kommt das andere Team und sagt, naja, aber wir haben diese und jene Daten gefunden. Und wenn man beide zusammen kombiniert, dann müsste das eigentlich einen Datensatz ergeben, den man wieder für eine KI, für genau dieses System benutzen könnte. Und so sind sie quasi beim Zusammenkommen zurück in der Stadtverwaltung, sind sie in die Diskussion gekommen, was ist eigentlich relevant? Welche Art von Daten sind relevant, um eben eine KI entsprechend zu füttern? Also es ging im Endeffekt gar nicht so sehr darum, die einzelnen Datenbestandteile zu diskutieren, sondern das komplette Datenset zu diskutieren. Und das war wiederum Ziel des Trainers, genau diese Diskussion anzuregen im Training. Das war so seine Quintessenz, sich darüber klar zu werden, die richtige Qualität, die richtigen Daten im richtigen Kontext sind das, was man braucht, um eben eine KI zu füttern. Genau. Auch wieder ein spannendes Training. Und unterstützt haben wir das natürlich dann entsprechend durch unterschiedliche Spielmechanismen. Die einen mussten auf dem Boot klettern und da mussten sie irgendwie hinkommen. Die nächsten mussten Parcours bestehen. Die dritten mussten sich in einem Gebäude bis ganz nach oben bauen, aufs Dach. Das sind dann eben diese spielerischen Effekte, die dann eben auch diesen Spannungsbogen herstellen, sodass ich wissen will, was kommt hinter der nächsten Tür. Ja. Ja, und was haben wir noch gemacht? Wir haben hier noch DevOps drinne gemacht. Wir haben das Thema Natural Language Processing abgebildet, indem wir die Elben haben einfallen lassen in die Stadt. Die sind hier ganz aus Versehen aus dem Raumzeitkontinuum geschmissen worden und haben damit aber die Tag- und Nachtgleiche durcheinander gebracht. Die Stadt war stockduster, ja, und man konnte eigentlich die Tag- und Nachtgleiche nur herstellen, wenn man quasi einen Übersetzer, einen Cognitive Service entwickelt, der quasi Deutsch in Elbisch übersetzt, weil nur dann hätte man dann eben die Tag- und Nachtgleiche mit dem entsprechenden Code wiederherstellen können. Ja, die Leute haben das geliebt, einfach diese Geschichte dahinter mit dieser Tag- und Nachtgleiche und diesem dunklen Dasein und so, ja. Und so lernt man eben, warum es wichtig ist, Übersetzungen durchzuführen, damit man eben sich verständigen kann und das auf eine spielerische Art. Was haben wir noch, Darlene, was spannend war? Power-Plattform. Power-Plattform, genau, genau, wo man in eine Uni eingebrochen ist. Um dann die Gäste einzulassen. Data und BI hatten wir, ne, in einem Warehouse, wo es darum ging, so klassische BI-Szenarien abzubilden. Gott, so viel. Ich musste mal rumfliegen und gucken, was wir alles so getrieben haben. Also 9 verschiedene Trainings, die ganz unterschiedlich ausgerichtet sind.
Und jedes Training endete dann natürlich in der Partyzone. Und die Partyzone hat dann eben so dieses Community-Thema dann nochmal auf die Reihe gebracht, weil es waren ja immer so 20, 30 Leute drin, die dann eben auch nochmal miteinander sprechen wollten. Genau, Azure mit Pizza as a Service hier hinten. Oder in dem Fall Cake as a Service. Hier sieht man auch schon ein bisschen von der Elbenstadt, die hier eingefallen ist. Genau, und hier ist Cake as a Service. Das Modell kennen alle, die schon mal mit Pizza as a Service oder SaaS-Modellen zu tun hatten. Genau, und sowas haben wir dann eben entsprechend spielerisch übersetzt. So, Armin, entweder ist deine Hand immer noch gehoben oder du fragst noch mal was. Alles klar. Entschuldigung. Nee, ja, gut. Wir wären soweit durch. Der Timer hat auch angezeigt, dass wir tatsächlich in 3 Minuten schon Schluss haben. Habt ihr noch Fragen an uns oder Ideen oder eigene Erfahrungen vor allen Dingen? Ich finde es auf jeden Fall abgefahren, ehrlich gesagt. Also wir überlegen so viel auf Gamification-Ansätzen rum und so weiter, weil es einfach manchmal echt mühselig ist. Und würde mich freuen, wenn wir auf jeden Fall nochmal in Austausch gehen. Mhm. Klar, gerne. Unser Herz schlägt für sowas. Also das merkt man, glaube ich, auch. Ne? Und wir merken halt auch einfach das Feedback der Lernenden. Das ist unfassbar, ja. Klar, es gibt Grenzen und die Grenzen liegen einfach in der Menge versus der Lerndauer. Also man investiert sehr viel Zeit, ja, in so eine Welt. Man spielt eine Welt für ein Thema und dann hat man ein Thema begriffen, ja. Aber das hat man dann auch begriffen. Und das vergisst man auch nicht mehr, ja. Während man natürlich in PowerPoints oder in Webinaren, da spult man halt in einer Stunde wahnsinnig viel Content runter, ja. Und dann ist aber die Frage, wie viel bleibt da eben auch tatsächlich hängen und bleibt das Richtige hängen. Und das ist aber tatsächlich eben auch die Grenze des spielerischen Lernens. Es ist zeitintensiv und damit muss man sich einfach auseinandersetzen. Und deshalb ist es immer ganz, ganz wichtig zu überlegen, was soll wirklich mit dem Game vermittelt werden. Ja, das ist eigentlich so für uns, auch für unsere Kunden und Kundenprojekte immer das ganz Entscheidende, die ganz entscheidende erste Fragestellung. Was sollen die Spielenden mit rausnehmen? Was ist die Quintessenz dessen, was sie begreifen sollen? Ja, jetzt komme ich auf das Thema begreifen. Ja, was sollen sie begreifen? Was dürfen sie danach nie wieder vergessen? Also nicht jeder bei uns wird vom Hacker erschlagen. Ja? Aber im Security-Umfeld regelmäßig. Ja? Und von daher, damit würde ich es tatsächlich aber dann auch beenden. Ja? Was sollen wir begreifen, wenn wir lernen? Danke fürs Zuhören. Ja, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Und bei Fragen, wie schon gesagt, Teams oder über die Webseite von der LOSCON oder ja, mein LinkedIn habe ich so schnell nicht parat, da habe ich einfach nicht drauf geachtet. Aber egal, wir finden uns, würde ich sagen. Ja, also bei LinkedIn findet man uns unter Eventpunks und unter unseren Namen auf alle Fälle. Und wenn ihr nochmal in die Diskussion wollt. Wir machen auch relativ viele Live-Events, wo man einfach auch nochmal entweder selber mitspielen kann, um es auszuprobieren, oder entsprechend auch einfach mal ein Thema mit reinbringt, was man dann gemeinsam entwickelt, auf eine ganz einfache, prototypische Art und dann auch einfach mal live spielt, um zu gucken, ob es wirklich funktioniert. Und dann wünsche ich euch jetzt gleich einen tollen Abschluss. Ich glaube, jetzt geht es gleich nochmal ins Finale. Der ist, glaube ich, als Finale ist, glaube ich, auch, wird auch übertragen, ne? Genau, super. Und bin gespannt auf die nächste Reise vom Verstehen zum Begreifen. Der Lava. Tschüss. 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 Ciao.